In diesem Video möchte ich mal darüber sprechen, wie ein Schutz gegen Verschlüsselungstrojaner auf einem PC aussehen kann. Kurz erklärt, wie funktioniert ein Verschlüsselungstrojaner oder besser bekannt auch als Ransomware. Der geht auf dem heimischen PC her, sucht sich ein paar Dateien, die gut aussehen, zum Beispiel DocX-Dateien, JPEG-Dateien, also Bilddateien, und fängt an, die zu verschlüsseln, so dass der Nutzer nicht mehr auf seine Dateien kommt. Um die Entschlüsselung jetzt herbeizuführen, möchte er natürlich Geld sehen. Und das können mehrere hundert Euro sein. Bei Privatpersonen sind die Beträge geringer, handelt es sich allerdings um große Firmen, zum Beispiel geht das auch in die Millionen. Wie kann ich mich jetzt also bei mir zu Hause gegen solche Attacken schützen? Mein Schutzlevel 1 ist ein versioniertes Backup. Das sollte man sowieso immer haben, hilft auch einfach gegen Datenverlust, aber ist auch bei Ransomware-Trojanern eine sehr brauchbare Sache. Ich habe jetzt mal schemenhaft aufgezeichnet, wie so ein versioniertes Backup funktioniert. Es wird also nicht nur der aktuelle Stand der Dateien gesichert, sondern auch alle Versionen, die eine Datei vorher mal hatte. Wir stellen uns also ein Word-Dokument vor, das im Laufe der Zeit geändert wird und hoffentlich läuft euer Backup täglich. Und ja, sobald es halt eine neue Version dieses Dokuments gibt, wird die abgespeichert und es sind aber auch noch alle alten Versionen im Zugriff oder beziehungsweise können halt über das Backup-Programm wiederhergestellt werden. Kommt jetzt also eine Ransomware-Attacke und würde so eine Datei verschlüsseln, wäre die unverschlüsselte Version in einer versionierten Version immer noch wiederherstellbar. Ich hoffe mal, das war jetzt verständlich erklärt. Also zusammengefasst, das Backup sorgt dafür, dass ihr auch die unverschlüsselte Version einfach wiederherstellen könnt, weil der nicht nur den neuesten Stand eurer Dateien sichert, das wäre ja dann die verschlüsselte Version, sondern eben auch ältere Versionen und da wäre dann ja auch die unverschlüsselte Datei dabei. Ja, das Schutzlevel 2, das ist so ein bisschen Security by Obscurity, kann aber auch schon helfen. Man sollte sein Backup ohnehin immer verschlüsseln, deshalb nehme ich den Tipp jetzt auch mal mit auf. Die Ransomware-Trojaner gehen ja so auf dem System vor, dass sie die Systemstabilität nicht beeinträchtigen. Die wollen ja immer noch, dass ihr das Lösegeld bezahlt und dafür muss das System lauffähig sein, damit die Dateien am Ende wieder entschlüsselt werden können. Um diese Lauffähigkeit sicherzustellen, sind halt manche Ransomware-Trojaner so schlau, dass sie nur bestimmte Dateien anfassen und verschlüsseln, um halt keine wichtigen Systemdateien zu beschädigen. Das kann also sein, dass sie einfach nach der Dateiendung DocX schauen oder JPEG und die dann verschlüsseln. Wenn ich jetzt also ein verschlüsseltes Backup habe, das halt die Dateinamen auch verbirgt vor dem Ransomware-Trojaner, kann das so eine kleine Hilfe sein, da würde ich jetzt aber nicht allzu viel drauf geben. Nichtsdestotrotz, ein verschlüsseltes Backup sollte man sowieso immer haben, also kann ich den Tipp jetzt auch ruhigen Gewissens mal weitergeben. Ja, kommen wir zum Schutzlevel 3 und der heißt bei mir Backup absichern und hier wird es ein bisschen komplizierter als die Punkte vorher. Die anderen beiden Punkte bieten quasi jedes Backup-Programm, also jedes vernünftige zumindest, eine versionierte Sicherung und eine verschlüsselte Sicherung. Hier reden wir jetzt von einem Feature, das muss man sich sehr genau überlegen, wie man das einrichtet. Das Backup sollte also nicht löschbar sein. Habt ihr zum Beispiel eine USB-Festplatte einfach angeschlossen an euren PC? Die kann natürlich der Trojaner genauso finden und verschlüsseln. Vielleicht habt ihr Glück und ihr habt ein verschlüsseltes Backup gemacht und der sieht halt einfach nicht, dass da wichtige Daten zum Verschlüsseln liegen, aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Also, wenn eine USB-Platte an eurem PC ist und der Ransomware-Trojaner hat natürlich dann auch entsprechend Zugriff auf diese Platte, wird er die auch verschlüsseln. Hier gibt es jetzt das Konzept des Pull-Backups. Also wir machen kein Push-Backup, also wir schieben nicht vom befallenen PC Dateien auf das Sicherungsmedium, sondern es gibt ein Pull-Backup und hier habe ich jetzt extra keine Festplatte eingezeichnet, sondern einen PC, denn wenn ich ein Pull-Backup realisieren will, muss ich eine Instanz haben, die in der Lage ist, das Backup abzuholen. Also die muss einen Prozessor oder irgendwie Rechenkapazität haben, die muss sich also anmelden an dem PC, wo die wichtigen Daten liegen und holt die dann ab. Das hat den Vorteil, dass wir die Zugangsdaten auf das Backup-Medium nicht auf dem PC liegen haben, der mit Ransomware befallen ist. Der per Ransomware befallene PC hat dann keinen Zugriff auf den PC oder die Instanz, nennen wir es mal so, auf der unser Backup liegt, weil wir ja keine Zugangsdaten darauf gespeichert haben. Das ist nämlich der umgekehrte Fall. Das Backup-Medium hat die Zugangsdaten gespeichert von dem PC, wo unsere Daten liegen. Aber da das nicht befallen ist, ja, habe ich das schön umschifft, das Problem. Mir ist völlig klar, dass das eine komplizierte Lösung am Ende ist und das ist wahrscheinlich eher ab Firmengröße interessant, wo die Daten dann so in die Millionen oder in die Tausende gehen. Für den privaten Einsatz, wer da eine gute Lösung und eine billige hat, darf die gerne mal in die Kommentare schreiben. Mir ist bisher noch nichts Günstiges so wirklich untergekommen. Man bräuchte einen Virtual Private Server, der halt die Daten abholt, aber das finde ich auch bisschen unelegant, weil dann hat eine Instanz im Internet
meine Zugangsdaten für meinen PC zu Hause, also, und es ist kompliziert einzurichten. Also wer da eine gute und günstige Lösung hat, kann die gerne mal in den Kommentaren teilen. Kommen wir aber nochmal auf die Push-Backups, das sind die klassischen Backups zurück, wo halt der PC, an dem ihr jetzt wahrscheinlich gerade sitzt, hergeht und die Dateien auf ein Backup-Medium schiebt. Das kann zum Beispiel ein Speicher im Internet sein. Dazu hat aber der PC, der jetzt hier Ransomware-PC heißt, die Zugangsdaten ja des Backup-Mediums gespeichert und so könnte auch der Ransomware-Trojaner hergehen, Zugriff auf dieses Backup erlangen und die Dateien einfach löschen oder halt auch verschlüsseln. Für mich habe ich das Problem so gelöst. Ich habe Snapshots angelegt, beziehungsweise lasse ich die anlegen. Und zwar kann ich mich bei meiner Hetzner Storage Box einloggen und die kann in einem regelmäßigen Rhythmus, nämlich bei mir zum Beispiel wöchentlich, ein Snapshot anlegen von meinem Speicher. Würde jetzt der Speicher gelöscht werden, habe ich über diese Snapshot-Funktion immer noch die Möglichkeit, alles wiederherzustellen. Der Vorteil davon ist, dass ich einen anderen Nutzer, ein anderes Passwort und einen komplett anderen Zugangsweg zu diesen Snapshots habe. Also ich habe zwar meine Zugangsdaten für mein Backup auf dem Gerät liegen, das ich auch schützen möchte, aber halt nicht die Zugangsdaten, die dann dazu führen, dass ich hier die Snapshots löschen könnte in meinem Hetzner Benutzerinterface. Und wenn ihr jetzt schon denkt, um Gottes Willen, was muss ich denn hier alles machen, wie kompliziert ist das denn? Es ist nicht besonders kompliziert. Ich habe dazu schon ein paar Videos gemacht, gerade solche Storageboxen, die Hetzner anbietet, die haben schon vollautomatisiert die Schnittstellen zur Verfügung, die die Backup-Programme auch gerne annehmen. Ich habe auch eine Liste auf meiner Homepage, welche Anbieter es noch so gibt, außer Hetzner, die halt solche Speichermedien im Internet anbieten. Da habt ihr dann gleichzeitig auch noch ein Offshore-Backup. Allerdings müsst ihr dann schauen, ob die auch solche Snapshot-Funktionen anbieten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben. Teilt das Video auch gerne, sollen ja nicht noch mehr Leute auf Ransomware-Attacken reinfallen.